Hallöchen, mein kleinen Wölfchens. Willkommen zu Dead by Daylight und zum 10. Teil meiner Reihe der geschickten Überlebenden. Heute ist Pengmin dran mit ihren drei einzigartigen Perks. Und zwar hat sie flink, wachsam und Technikerin. Mit Technikerin repariere ich Chance insgesamt ein bisschen leiser. Und die Distanz, in der man den Chen hört, ist um 8 Meter verringert. Und wenn ich jetzt einen Skillcheck verhauen sollte, wird es keinen lauten Knall geben, wie es dann normalerweise macht. Und geht aber trotzdem Rückschritt verloren und dann noch zusätzlich 3%. Also das ist dann auch so, ja, also am besten keinen Skillcheck verhauen. Dann haben wir Wachsam. Ja, wenn der Killer irgendwas zerstört, das heißt eine Palette, ne, zerstörbare Wand, oder wenn er gegen den Generator tritt, dann kann ich ihn für 5 Sekunden sehen. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann sehe ich, okay, der Killer ist jetzt vielleicht da und da. Geht über die ganze Map. Ja, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und dann kommt Flink, das ist eins meiner Lieblingserschöpfungsperks, und zwar kann ich damit über Fenster und Paletten springen und habe dann 150% mehr Geschwindigkeit dadurch. Krieg dann einen Geschwindigkeitsboost. Und für 3 Sekunden geht das dann und bin dann für 40 Sekunden erschöpft. Genau. Dann habe ich mir noch ein Medikit mitgenommen, so wie üblich. Ja, dann würde ich mal sagen, suchen wir eine Runde. Und viel Spaß. Und da starten wir auf dem Tempel der Reinigung im Roten Wald. Mit der Pengmin. Mal schauen. Kein Ruin. Der David geht woanders hin. Es ist die Seuche. Dann bringt mir mein Medikit leider gar nichts. Schade. Das soll ein gutes Versteck ist. Da seht ihr jetzt nicht ihre Aura, weil sie in den Schenk getreten hat. Also entweder hat sie tödlicher Verfolger, weil sie kam direkt auf mich zu. Oder ich weiß es nicht. Ich behalte mal mein Medikit trotzdem in der Hand. Ich habe gerade überlegt, ob ich das ablege. Okay. Hat den Chef gefunden. Ich finde im Übrigen ihre Jacke hier so total niedlich hier mit der Katze drauf. Ja, das wollte ich nur sagen. Ah, da unten. So weiß ich jetzt, dass sie drüben im Tempel ist und damit auch relativ weit weg. Bin mal gespannt, ob sie Tana dabei hat. Der Chef ist gleich gebrochen. Hey, kein Tana. Ich bin bei Kotzi ja immer ein bisschen zwiegespalten. Sich reinigen, sich nicht reinigen. Das ist immer so eine Sache. Also wenn die anderen sich reinigen, dann reinige ich mich natürlich auch. Ansonsten laufe ich dann immer lieber ein bisschen verletzt rum. Und ich hoffe, du gehst jetzt nicht an meinen Chain. Ich meine, es dauert bei dir zwar noch. Ja, okay, sie reinigen sich. Und er reinigt sich jetzt genau bei mir. Wo ich den Chain mache. Na gut, wenn du mir hilfst, dann ist es dann ist gut, dann ist echt gut. So. Ja, jetzt holt er sich den Brunnen. Aber nein. Ach man, ey. Hat da einer eine Kiste gemacht gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Das hat sich so angehört, ne? Hat sich irgendwie nach Kiste angehört. Da ist die Palette. Die habe ich gesucht.
Na gut. Okay, aber die hat mich nicht nochmal angekotzt. Das ist gut, dann kann ich vielleicht auch mein Medikit benutzen. Ja, der Chef oder? Mal gucken, ob er... Nee, sie tritt nicht gegen den Chen. Nächster Chen ist durch. Dankeschön. Ich möchte mich gern selber heilen. Dafür habe ich mein Medikit mitgenommen. Nein. Ich will mein Medikit benutzen. Ja, ich bin jetzt egoistisch. Es tut mir leid, aber ich möchte zumindest noch meinem Medikit hingeben. Ich möchte meinem Medikit noch eine Daseinsberechtigung geben. Oh Mann, ey. Warte mal, ich geh mal da runter. Das ist bei der Hälfte. Ich weiß nicht, wird David noch gejagt oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Da hinten. Uiuiui. Die Chen müsste ich aber durchkriegen. Da hinten. Ja, schauen wir, ob hier noch ein Totem ist. Ja. Sicherheitshalber. Warum ist er jetzt... Was hat er angefasst, dass der jetzt verseucht ist? Ich gönne mir jetzt noch ein paar Punkte. Oder wird er gerade... Nee, das wird nicht gejagt. Das seine Dinger wackeln nicht. Aber sie ist hier irgendwo. Kleine Toolbox. Dann gehe ich darüber. In der Killer checken können. Nee. Oh. Ah, da ist ein Chen. Ja, Chef, wenn du retten gehen willst, darfst du das gern tun. Ich laufe jetzt erstmal kurz. Sie geht ganz weit weg. Ach, sie hat sich die... Okay. Ich halte mich mal kurz ein bisschen versteckt hier noch. Ja, da ist sie auch. Da ist der Chef... Na? Ash gefunden. Warte mal, hier ist ein Chen. Oh Gott, direkt am Haken. Oh oh. Okay, sie ist da hinten. Ich warte noch kurz. Okay, sie geht weg. So. Mal gucken, ob er sich von mir heilen lassen will oder ob er dann jetzt ein bisschen sauer ist. Oh Gott, nein. Oh lol. Was ist jetzt Spannungsstoß? Tja, Ash. Okay, sehr gut, sehr gut. Soll ich dich jetzt heilen oder nicht? Ich benutze mein Medikit für dich, ja?
Ja, bitteschön. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Tore sind. Also da hinten war, glaube ich, eins, oder? Hat er das schon noch 99 oder was? Okay. Oh, also ich habe keine genügende Zeit. Das ist jetzt schon ein bisschen problematisch. Oh. Geht aber nach da hinten. Ich kann dich heilen, Jeff. Ich kann dich heilen. Ja, okay, dann nicht. Mit mir wäre es zwar schneller gegangen. Und ich glaube, die hat sich die Kotze geholt, oder? War sie das oder war das ein Survivor? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich möchte auch lieber nur langsam. Ey, wenn du jetzt... Nee, oder? Wow. Hä? Ich will noch kurz warten, bis ihre... Ich weiß, ich bin verrückt, dass ich das tue. So, jetzt lass mich vorrennen. Wo rennst du denn hin? Hast du hart im Nehmen? Ich hoffe es. Oh mein Gott. Oh, aber ich hab's geschafft, die geschickte Fangmin. Oh mein Gott, ey. Ich kann doch froh sein, dass sie kein Blutwächter hatte. Was hatte die denn? Korrupte. Ruf einer Krankenschwester auf der Seuche, okay. Pop. Und Stromstoß. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass die Runde euch gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.